Viele Menschen träumen vom schnellen Erfolg, sodass sie sogar viele Jahre früher in Rente gehen könnten. Ein Mann hat dies geschafft. Wer das ist und was er gemacht hat, erfahrt ihr in diesem Video. Bevor das Video anfängt, ich habe das jetzt als kleine Tradition eingeführt. Bei kürzeren Videos werde ich immer ein oder zwei Kommentare vorlesen. Hier habe ich auch direkt zwei, und zwar schreibt Döner ohne Tomate, sehr gutes Video, da ich das Gefühl habe, dass du mal berühmt wirst. Ich war hier, 29. April 2017, Abostand 307 Abonnenten. Und vor zwei Tagen hat Like Lukas geschrieben, auch ein sehr treuer Abonnent, der schreibt eigentlich unter fast jedem meiner Videos. Auch Dank an dich und Grüße gehen auch raus. Mega krass, wie du gewachsen bist. Tatsächlich, damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet, deswegen freut es mich besonders, dass mein Kanal doch ganz gut ankommt. Lieben Dank an alle, die mich unterstützen, die immer kommentieren, die immer eine positive Bewertung dalassen und so weiter. Man kennt es ja. Und jetzt ganz viel Spaß beim Video. Wer von euch kommt noch aus der Zeit, wo Facebook unbekannt war? MySpace dürfte, denke ich mal, den meisten 90er-Kindern ein Begriff sein. Bei MySpace handelt es sich um eine Art soziales Netzwerk. Man könnte es als Forum beschreiben, das so ähnlich aufgebaut ist wie Facebook und YouTube zusammen. Im Grunde ist MySpace eine Plattform für Künstler und dass diese sich dort austauschen können. Falls ihr 2003 einen MySpace-Account hattet, kommt euch der Name Tom bestimmt irgendwie bekannt vor. Dieser Nutzer wurde damals automatisch bei Registrierung als Freund hinzugefügt. So hatte dein erster Online-Freund damals mehr als 40 Millionen internationale Freunde. MySpace Tom heißt mit vollem Namen Thomas Anderson und sein Lebenslauf ist kurz. Mit kurz meine ich wirklich kurz. Im Jahre 2000 studierte er an der University of California, Los Angeles und erhielt dann seinen Abschluss zum Master. 2003 erstellte er, als Angestellter des US-amerikanischen Unternehmens Intermix Media, zusammen mit einigen anderen Programmierern, die ersten Seiten von MySpace. 2005 kaufte der Medienkonzern von Rupert Murdoch Intermix und somit auch die Domain MySpace.com mit sämtlichen Inhalten und Mitgliedschaften für 580 Millionen US-Dollar. Hier ist eigentlich auch schon das Ende. Mit dem Verkauf von MySpace wurde Thomas Anderson zu dem wahrscheinlich reichsten Frührentner überhaupt. Aber was macht er jetzt, fragt man sich vielleicht. Nun treibt er sein Unwesen auf Instagram und Twitter unter dem Namen MySpace Tom. Er reist viel und er verewigt das Ganze mit schönen Bildern, die er dort hochlädt. Ja, das ist wirklich unglaublich, was das Internet für Möglichkeiten bietet und wie viel Geld man durch das Internet machen kann. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch noch ein anderes Video von mir angucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.